Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Sind wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf! Das haben wir uns alle verdient! Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse, ich hab riesen Kohldampf. Oh, bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Mann, das tut gut. Wir können gern reden, wenn das hier vorbei ist. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Einfach mal fünfe gerade sein lassen. Barrett meinte leider, wir würden uns zu sehr auf... Wo waren wir? So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Seit dem Rausschmiss aus der Hauptgruppe hatten wir ja auch nicht wirklich Grund zum Feiern. Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Schnüffler von Shinra? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Huhi! Mann, unser Boss... Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Ein Bandenstreit? Gehören die zusammen? Aus dem Weg! Verpiss dich! Tut mir leid. Hey, was glotzt du denn so? Auf dem Wallmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder, Boss? Sieh dich besser vor. Unser Boss ist nicht zimperlich. Die Typen arbeiten nicht für irgendwen. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder?
Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Verpiss dich! Keine Chance. Ich verspeise dich zum Frühstück. Mist, keine Muni. Ihr sucht also nach dem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Bring mich bitte nicht um! Falke! Jetzt gibt's Dresche. Was will Shinra wohl von Barret? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Das ist die Anzahlung. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist.
Bist du bereit? Lass dir alle Zeit der Welt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als hier auf dich zu warten. Hättest du wohl gern. Hau rein und pack deine Sachen. Ich fühle mich immer gleich viel besser, wenn ich mir bei Bürgergehr danke. Oh, dank dir ist der danke Hof für die Hilfe mit dem Hund. Der beste Hund der Welt. Der Typ, der hier wohnt, ist total. Von der Bürgerwehr, oder? Du machst deine Arbeit nicht gut. Also so einen Prachtkerl wie dich könnten wir echt gut gebrauchen. Ich hoffe, meine Waffen helfen dir, den Frieden in den Slums zu bewahren. Stimmt es wirklich, dass du den Kampfhund besiegt hast? Also so einen Prachtkerl wie dich? Dich könnten wir echt gut gebrauchen. Stan, der beste Hund der Welt. In der Zeit kann große Schwert. Nahrungsmittel sind für dich. Hoffentlich bleibst du uns erhalten, Rattenfänger. Dank unseres Alleskönners jetzt noch. Läuft bei dir, was? Schau dich ruhig um. Verkaufsschlager und Rarität. Thank you.
unser neues Sortiment an Sie ins Staunen bringen? Dank unseres Alleskönners jetzt noch besser. Eine so wunderschön. Markenprodukte sind eben einfach überlegt. Noch mehr. Mein Mann ist zum Bahnhof. Würde ich dich geben, um so stark zu sein. Ich habe einen Prozess mit den Ratten gemacht. Bist du bereit? Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Voll das Vogel! Festhalten, Nix! Cloud! Ja? Lass mir rauffahren. Hab nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Markogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? ID-Check, das! Kontrollpunkt passiert! Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ah, kein Problem. Wir haben den Cloud dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motoren. Nicht, dass du mir mit deinen Schmetterlingen in den Bach zauberst und so mächtig werde. Sieh nach vorn, wird mir nicht schlecht. Toller Tipp. Jetzt geht's los. Weiß nicht, wo drauf. Na klar, freue ich mich darauf. Wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad, die Arme um einen starken Mann geschlungen. Meine Güte! Jawohl! Sehr gut!
schnell, sondern auch sicher. Ja. Jawohl, sehr gut. Ja. Du wirkst geradezu unterfordert. Ja. Oh, nein! Das könnte übel ausgehen! Was machen wir jetzt? Halt still! Ah, ouch!
nicht so verbissen auf die Straße gucken. Schön mich im Auge behalten. Bin bereit. Nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch! Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut, wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Mit wem denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam, deine Worte kommen bei mir nicht an! Wer ist der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Lodge. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeit-Junkie. Du hörst ja doch. Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Boah, ist der eklig. Herrlich. Ich hab jetzt schon richtig viel Spaß. Nein, wie ist das? Hey,
Jesse, lenk du mal. Was? Schade, das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Katastrophal. Katastrophal was? Gefahren. Und wer hat dich gefragt? Ich dachte echt, ein ehemaliger Soldat wäre besser. Alleine bin ich das auch. Gut, dann übernehme ich. Nein. Na, dann eben weiter wie bisher, okay? Schon. Das ist unser Ziel. Hey, wenn euch das Video gefallen hat, dann scheut euch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Mit den zwei eingeblendeten Videos könnt ihr euch außerdem weitere Inspirationen holen oder ihr geht auf unsere Webseite oder folgt uns auf Twitch. Die Links dazu findet ihr entweder in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung des Kanals.